Da ist er, der Oliver Pocher. Ja. Was hast du denn da für ein geiles Leibchen an unter der Jacke? Darf ich das mal fragen? Ja. Was ist das denn? Ist doch schön, oder nicht? Hast du von Melissa geklaut, oder was? Ja, da passt sie aber nicht rein. Tot schick. Auch dieses komplettes Leder-Outfit. Ist gut, ne? Ja. Zeigt gleich so die sexuelle Ausrichtung. Ja. Hetero. Kannst aber hier in Köln eigentlich nur noch rückwärts an der Wand lang gehen. Das stimmt. Mit diesem Outfit. Das stimmt. So. Aber kennst du vielleicht auch, wenn man so durch den Hürth-Park geht, unsere... Hürth, so muss man erklären, Hürth ist so ein Stück von Köln. Wohnst du da? Ja. Du wohnst da? Ja. Das ist doch ein Einkaufszentrum. Ja, aber da gibt es auch ein paar Häuser drumherum für die Leute, die da auch gerne einkaufen. Ja. Und da mag ich besonders unsere südosteuropäischen Mitbewohner, die in ihrem Dreier-BMW da halt so sitzen. Du hast südosteuropäische Mitbewohner in deiner Wohnung? Nee, aber in Hürth. Ach so, in Hürth. Und die wohnen da halt, und wenn man dann da so auch lang geht, so, hey, hey, viva, hey. Schwul, hä? Schwul! Und sowas halt. Ich gucke in meinem TV. Und dann denken sie, das tut mir weh. Ja, und tut's? Ja, unheimlich. Ja. Sei froh, dass sie noch zu dir rufen. Viva, viva! Was, bei dir Pro7? Nee. Nee, gar nicht. Zu mir sagen sie immer Bulleralarm! Ja. Ja. So ist das halt. Aber schön. Oder auch gerne mal. Was? Wer bist du denn? Der auch lustig. Ja. Das kommt sehr oft. Ja, und rotzen auf dem Boden vor allem, ja. Aber es liegt einfach daran, dass man wahrscheinlich unsere Namen sich nicht so einprägen kann. Nee. Oliver, du hast dich auch so optisch ein bisschen diese Pilzkopf-Frisur, oder hast du so einen Eierkopf? Nee. Ist du die Frisur? Nee, der ist so ein Hattest ganz du letztes Mal auch schon diese Koteletten? Nee, die sind mir jetzt gewachsen in einem halben Jahr. Ja. Brauchst du die für diese Rolle? Du hast doch letztes Mal, als du hier warst, hast du erzählt von dieser Rolle, die du in irgendeiner Serie übernommen hast. Ja, auf der ARD, das heißt Sternfänger, und da spiele ich halt Fred Benz, und da muss ich halt ein bisschen anders aussehen als normal, und deswegen habe ich einfach Koteletten. Du spielst Fred Benz? Fred Benz, ja, und vorher hieß ich eigentlich Fred Steck, das wollte die Redaktion. Da habe ich gesagt, das ist super scheiße, dann sage ich zu meinen Eltern, zu meiner Mutter mal Steckdose, zu meinem Vater Steckrübe, sowas halt, ja. Das, wie heißt diese Serie? Sternenfänger. Sternenfänger? Ja. In meinen Informationen steht, die heißt... Ja, das stimmt. Hatte ich nicht irgendwas anderes gelesen? Nicht Sternenfänger? Freestyle! Das ist ja noch die Freestyle. Info von der letzten Sendung, sehe ich gerade. Aber das ist die gleiche Serie. Ja, ja, das haben wir einen anderen Namen jetzt halt. Die sollte früher Freestyle heißen, heißt jetzt Sternenfänger. Ja. Warum? Frag die Redaktion. Das sind völlig unterschiedliche Sachen. Das stimmt. Wegen den Chaosstrahlen? Vielleicht auch? Das kann sein bei der ARD. Ja. Und da dreht ihr momentan? Da drehen wir momentan lustig am Bodensee. Wann musst du wieder zum Dreh? Gleich, nachher. Morgen. Ach was, morgen? Ja. Wird schon was mit morgen gedreht? Morgen drehe ich meine erste Liebesszene, so mehr oder weniger. Ach. Also halt für die Kamera. Ja. Ich bin richtig happy. Ja, und das ist halt ganz traurig, weil die stirbt dann. Was? Also das darf ich alles noch nicht erzählen, also deswegen vergessen das die Leute nachher auch wieder. Du hast eine Liebesszene mit dem Mädchen und es stirbt dann? Ja, und vor allem... Was ist denn das für eine Serie? Vor allem auch wie? Ja, Lungenkrebs. Das ist so... Also das ist aber nicht jetzt, das ist aber die direkte Auswirkung von dem Sex, den ihr gehabt habt. Ja, oder? Da habe ich ja auch richtig Angst irgendwie so. Also wie verstört muss der Typ sein, hat das erste Mal Sex und dann stirbt sie. Danach oder ist da ein bisschen Zeit dazwischen? Ja, eine Stunde ungefähr. Das bricht also dann aus. Immer ernsthaft? Ja, ich habe Angst jetzt irgendwie, wenn das... Ach, du wirst dann, das sind diese Knebelverträge, die man hat. Wenn man das sagt, muss man dann zigtausende von Marken Strafe bezahlen. Ja, da muss ich halt dann bei Viva halt, zahle ich halt 30 Jahre Gehalt an die. Kein Problem. Gut, das heißt, und morgen deine erste... Ja. Ist das eine richtige Bettszene? Ich weiß es noch gar nicht so genau, aber ich habe jetzt auch wirklich Angst, wenn das dann in Niedersachsen läuft, dass die Leute Angst haben, dass jetzt die Schafe am nächsten Tag alle sterben. Hast du keine Angst, dass du einen Ständer kriegst bei einer Sexszene? Das ist, ja, also ich habe mir das auch schon gedacht. Also einmal war das so lustig, dann... Es gibt viele Leute, ich habe das mal von Schauspielern gehört. Ja. Die müssen da irgendeine Rolle spielen. Auf einmal kriegen sie eine... Erektion heißt es, wirklich der Fachausdruck. Vergessen wir das, eben schneiden wir das, eben schneiden wir raus, oder? Schneiden wir raus, ne? Ja, ja, machen wir weg. Ständer, Ständer, Ständer. So. Ja. Und, nee, weiß ich noch nicht. Vielleicht kriege ich ja eine. Also, das ist die junge Dame, die das... Ist das eine junge Dame? Ich hoffe, ja. Was heißt, ich hoffe? Ich habe sie noch nicht gesehen. Wie, du hast sie noch nicht gesehen? Ich denke, du spielst in dieser Serie. Ja, aber morgen kommt sie erst neu dazu und dann sehe ich sie das erste Mal und dann bin ich so total schüchtern. Das ist so und die direkt zusammen in die Kiste? Nein, das wird dann ein paar Tage später gedreht. Morgen bin ich erst total schüchtern und fasse ihr dann so auf den Hintern.
und gucke dann so ganz verträumt. Das steht im Drehbuch? Das steht im Drehbuch. Ja? Steck fast. Wie heißt sie? Wie sie heißt, Yolanda. Steck fast Yolanda an den Hintern, steht da so. Steckt ihr... Steck fast Yolanda an den Hintern. Ich weiß jetzt... Ja. Hast du hier schon, weißt du schon, was du für einen Gesichtsausdruck dabei machst? Nee, weiß ich noch nicht. Also pass auf, ich spiele jetzt mal Yolanda. Okay. Und du spielst Steck. Du spielst nur Steck, du machst nicht Steck. Du spielst nur Steck. Schon klar. Ja? Also wie ist die Szene? Liegt Yolanda auf dem Bauch wahrscheinlich, oder? Nee. Oder im Stehen? Die liegt bei mir so und gibt mir vorher zärtlichen Kuss. Nein, meine Damen, wir steigen erst später in die Szene ein. Sie gibt mir halt zärtlichen Kuss. Ja. Wir müssen das jetzt spielen. Das ist halt Schauspielerei. Ich wollte nur dein Gesicht bei der Szene sehen, wo du Yolanda an den Hintern packst. Aber ganz spielen! Mann! Oh. Reden wir über was anderes. Jetzt zeig mir erst den Gesichtsausdruck. Ich will es gar nicht mehr wissen. Nachher werde ich auch noch in diese Ecke gedrängt. In diese homoerotische? Ja. Ja, finde ich auch nicht gut. Muss man aufpassen. Was? Ach so! Wenn, dann musst du auch richtig ins Bild kommen, meine Damen und Herren. Das ist Joe, unser... Die Mats. Aufnahmeleiter. Ja. So. Ach. Für mich ist das ein Vollidiot.